sind hier gerade bei den Hamburg Open, wie man so ein bisschen erkennen kann. Hinter mir ist bereits Ari und es gibt natürlich auch noch ein paar weitere Stände hier. Wir haben mit dem einen oder anderen Hersteller auch ein paar Interviews gedreht und die siehst du jetzt. Wir sind jetzt gerade hier am Stand bei Vision2C und die haben nämlich ganz tolle neue Produkte. Neben mir, das ist der Alex Kirst. Möchtest du ihn mal kurz vorstellen? Hallo, ich bin der Alex Kirst, bin Inhaber und Geschäftsführer von Vision2C GmbH. Wir sitzen in München und machen die Distribution für verschiedene Produkte und ganz neu im Portfolio haben wir die Firma Soonwell aufgenommen. Genau, das hatte ich nämlich in dem letzten News-Video bereits angesprochen, diese Brand, weil die kann ein paar tolle Sachen. Wollen wir mal mit der Tube anfangen? Gerne. Wir haben eine Tube, die ist 35 cm lang, wie man hier sieht, IP68, mit der kann ich wirklich unter Wasser gehen. Ich habe ein RGBW-Licht mit einem Output von 10 Watt. Laden kann ich das Ganze über USB-C. Ich habe auf der Rückseite ein Display für die Bedienung, kann das Ganze auch über eine App bedienen und ich habe einen Magnet auf der Rückseite. Ja, zeig mal. Du hast ja da dein... Hier unten habe ich ein Stativ. Das heißt, auch im Wasser ist es Wasser. Auch im Wasser. Ist es magnetisch. Genau. Ich meine, klar, wenn die feucht ist, rutscht sie natürlich leicht runter. Ja. Aber sobald ich die Lampe ans Stativ drücke, die bleibt, die hält. Und das ist wirklich echt ein cooles Feature. Also gerade wer viel mit Tubes arbeitet, der weiß, dass es durchaus sehr praktisch ist, mal so einen Magneten hinten dran zu haben. Plus natürlich ein richtig geiles Feature, dass sie wasserdicht ist. Ne? Absolut. Ich habe auch eine richtig schöne App, mit der ich die Lampe steuern kann, wo ich auch wirklich meine Farben auswählen kann, sämtliche Effekte einschalten kann. Ich habe 20 Effekte in der Lampe drin. Und was ich wirklich ganz toll finde, die Art, wie das Ganze geliefert wird. Ich habe eine Tasche, die stabil ist mit einem Dreibein. Ich habe nochmal so eine kleine Halteschlaufe, mit der ich die nochmal sicherheitsmäßig festmachen kann. An der Lampe habe ich einen Adapter, mit der ich mehrere Lampen aneinander montieren kann. Das heißt, wenn ich Man kann die beliebig erweitern. Ich kann auch mit dem App Gruppen bilden und damit wirklich diese komplette Reihe steuern. Ja. Das Grid ist auch immer mit dabei. Und das Ganze gibt es in einer Einzelversion, also eine Lampe mit dem ganzen Zubehör oder auch als Viererkoffer. Ja, stimmt, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Was man vielleicht noch zur App sagen kann, die ist tatsächlich eigentlich sehr gleich zu Sinus Link, also sehr, sehr ähnlich. Ne? Ja. Also wer die App bereits kennt, der weiß, wie das Ganze funktioniert. Und dann hast du hier auch noch so ein kleines Lichtchen, ähnlich wie die Aperture ALMC, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und die ist auch wasserdicht. Auch die ist wasserdicht. Auch hier habe ich auf der Rückseite wieder ein Magnet dran. Lässt sich natürlich mit dem gleichen App steuern. Mhm. Und auch wieder hier laden über USB Type-C. Ja, sehr cool. Genau, also die Brand ist ja komplett neu und die hat nicht nur das, sondern die hat auch was mit richtig viel Output. Hier haben wir 10 Watt Leistung an der Röhre. Wir haben aber auch eine große Leuchte. Gehen wir mal hoch. In dem Fall nicht IP68, sondern IP54 bedeutet für Regen einsetzbar. Ich habe hier einen, den Scheinwerfer, das ist ein Bicolor-Scheinwerfer, der von 2600 Kelvin bis 6000 Kelvin geht. Ich habe einen Controller, der entweder mit Dauerstrom, zweimal V-Mount oder 48 Volt DC sich betreiben lässt. Mhm. Beim V-Mount muss man dazu sagen, ich habe nur ein Drittel der Leistung, also nur 300 Watt Output aus der Lampe. Ja. Aber was er auf jeden Fall mir auch schon gezeigt hat, die ist halt auch wasserfest. Ne? Die ist auch wasserfest, also nicht zum Tauchen gedacht, aber ich kann die im Regen betreiben. Nicht in dem gleichen Kanister, aber man kann sie halt bei Regen benutzen. Das ist halt schon echt praktisch, ne? Ja. Gerade Outdoor. Ich habe hier vorne den Bones Mount drauf. Das heißt, ich kann sämtliches Zubehör, was es am Markt gibt, auch von Mitbewerbern verwenden. Ja. Was ich wirklich echt beeindruckend finde, ist, wenn ich die... ich möchte mal den Output zeigen, was dann wirklich an maximaler Leistung rauskommt. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen erkennen, aber die ist wirklich... Ich würde es dir gerne zeigen, wenn wir einfach die Decke anleuchten. Ja.
Wenn ich jetzt mal die Lampe anmache und du schaust mal auf die Decke. Man sollte nicht reingucken. Nein, definitiv nicht. Okay, also sehr cool. Dazu gibt es auch die Tasche, ne? Die Leuchte kommt komplett mit Controller, mit einem 5-Meter-Kabel, der Aufnahme für Stativ und dem Rollkoffer. Ja. Das heißt, ich habe hier wirklich auch richtig Koffer aufmacht, passt die Lampe wunderbar rein, lässt sich schnell von A nach B transportieren. Ja, sehr cool. Und wo liegen die so preislich? Die G900 liegt bei 2.500 Euro netto. Mhm. Die MT1 EU Kit, also das Kit mit dem Zubehör in der Single-Version liegt bei 129 Euro und das Vierer-Kit liegt bei 500 Euro. Okay, also eigentlich alles völlig überschaubar. Ja, definitiv. Dann danke ich dir auf jeden Fall, Alex, dass ich dich hier mal ein bisschen befragen konnte zu den Produkten. Und dann gehen wir schon weiter zum nächsten Stand. Wir sind, wie man hier oben unschwer erkennen kann, gerade am Ari-Stand bei den Hamburg Open. Und neben mir ist der Matthias Klein. Magst Hallo. Du dich mal gerade vorstellen? Ja, ich bin der Matthias Klein, arbeite bei Ari im Vertrieb für Ari Kamerasystems und habe das Glück, heute ein bisschen was über unsere neue Kamera, die Ari Alexa 35, erzählen zu dürfen. Ja, weil die ist jetzt hier, die wurde erst vorgestern vorgestellt. Korrekt. Und deswegen echt cool, dass wir die auch nochmal hier sehen können. Finden wir auch. Das dachte ich mir. Was ist denn jetzt so das Besondere an der Alexa 35? Die Alexa 35 ist die erste Kamera von Ari mit einem nativen 4K-Sensor. Korrekterweise 4,6K tatsächlich. Das ist der Aleph 4. Bisher haben wir mit dem Aleph 3 Sensor gearbeitet, jetzt ist es der Aleph 4. Die Kamera hat ein komplett neues Farbmanagement, hat vom Signalweg her ist komplett anders aufgebaut als die bisherigen Ari-Kameras, hat eine Empfindlichkeit von der 17 Blendenstufen, das heißt einen sehr hohen Dynamikumfang. Wir haben hier das erste Mal auch eine 24-Volt-Kamera von Ari. Das heißt, 12 Volt geht nicht mehr, 24 Volt bis 36 Volt, wenn man Netzteil anschließt. Wir haben eine Kooperation mit Bebop, das heißt, die Kamera wird standardmäßig mit einem Bebop B-Mount ausgeliefert. Ja. Was den Lens-Mount anbelangt, sind wir beim LPL-Mount, den kennt man von der Mini LF her geblieben. Genau, ja. Zum Lieferumfang gehört bei der Kamera auch ein PL-Mount. Der ist mit dabei. Genau, der ist genau. Mit dabei. Wenn wir schon mal bei Power sind, wir haben hier natürlich auch entsprechend noch ein paar mehr Stromausgänge, weil Zubehör etc. Korrekt. Und wenn wir schon mal dabei sind, Buddy, wie sieht es denn mit den anderen Ports aus? Ja. Also es ist so, dass die Kamera, es gibt zwei verschiedene Adapterplatten, die man hinten auf die Kamera draufsetzen kann. Der Adapter kommt von der Firma Sonovax, ist eine Schweizer Firma, die bauen den für uns und der stellt zusätzliche professionelle Audio-Ein- und Ausgänge für die Alexa 35 zur Verfügung. Mhm. Zweiter Adapter ist der PDM-1, ist ein Power Distribution Module, der zusätzlich an der Kamera Strom-Ein- und Ausgänge zur Verfügung stellt. Die Karten oder das Aufzeichnungsformat an der Kamera kennt man auch von der Mini LF. Das sind die Codex-Karten. Man kann auch die Karten der Mini LF verwenden. Die 1-Terabyte-Karte geht in die Alexa 35. Wenn man allerdings die Kamera voll ausnutzen will, was die Framerate anbelangt, das heißt 120 Bilder in 4K, braucht man die neuen 2-Terabyte-Karten. Das liegt weniger an der Speicherkapazität als mehr als an der Geschwindigkeit, mit der die Daten dort transportiert werden. Genau, der Datendurchsatz der Karten, ja. So ist es. Und SDI und alles Weitere, wir können bis zu 12G? Ja, so ist es genau. Es gibt zwei SDI-Ausgänge an der Kamera, mit denen wir bis zu 12G belegbar sind per Menü. Was ich halt sehr, sehr cool fand, als ich sie das erstmal gesehen habe, ist hier das Operator-Display. Ja. Wie kam es, dass ihr euch irgendwie dafür entschieden habt? Die Kameras von Ari werden ja auch immer auf Anforderungen des Marktes von Kameraleuten her verändert, angepasst. Und wenn wir neue Kameras designen, neue Kameras entwickeln, dann nehmen wir auch immer gerne den Rat von Kameraleuten weltweit mit auf und lassen die Sachen damit reinfließen. Und da war es eben tatsächlich so, dass ein zusätzliches Menü, eine Menüsteuerung von der Kameramannseite her gewünscht war. Und deswegen haben wir da wieder ein Menü eingebaut. Das ist allerdings nur rudimentär. Die Basisfunktion, es ist nicht die komplette Menüfunktion, die da drauf liegt. Dafür braucht man nach wie vor entweder den Sucher
oder dann eben die App. Genau, genau. Aber ich finde, es macht es halt ein bisschen leichter, wenn man auch zu zweit an der Kamera dann arbeitet. Absolut, korrekt. Genau, ja. Ja. Was auch noch neu ist, komplett neu, was es ja noch nie gab, waren jetzt die Textures. Genau. Ja. Magst du dazu mal ein bisschen was sagen? Ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich ein cooles Tool. Die Arri Alexa 35 ist die erste Kamera, bei der man die Textur einstellen kann. Das gibt es bei keinem anderen Kamerahersteller. Das ist also ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Muss man sich so vorstellen, wie in früheren Zeiten, wenn der Kameramann sich sein Negativfilmmaterial ausgesucht hat. Jedes Negativfilmmaterial hat unterschiedliche Charakteristiken, was die Farben anbelangt, was das Rauschen anbelangt, was das Korn anbelangt. Mhm. Und das sind Sachen, die normalerweise in einer Kamera festgelegt sind, lassen sich nicht verändern. Die sind hier in der Kamera, in der Alexa 35, einstellbar. Ist allerdings eine Funktion, die wir, wo wir sagen, das sollte man nach Möglichkeit beim Testen ausprobieren, auf einem relativ großen Bildschirm mit einer hohen Auflösung, ja, ja, damit man diese Unterschiede auch sieht. Und was ganz wichtig ist für den Kameramann an der Stelle ist, das, was ich da eingestellt habe, diese Textur, ist meine persönliche Note, ist mein persönliches Bild, was ich kreiert habe. Aber das kann ich nachher später nicht mehr wieder rausbringen. Das ist fest im Signalweg eingebacken. Das ist nicht so wie bei den Lookup-Tables, bei den Look-Files, die ich später nachher in der Post jederzeit mir überlegen kann, lasse ich sie drin, nehme ich sie raus, wenn es mir nicht gefällt. Das einmal ausgewählt ist drin für immer. Okay, und was mich jetzt da interessiert hat, was nicht so ganz klar war, kann man sich die auch noch selber abwandeln oder sind die man jetzt in der Liste hatte, waren ja ein paar, das sind die einzigen, die es gibt? Das sind die, die es im Moment gibt. Die sind menüseits drin, die kann man sich über das Kameramenü, über den Sucher oder eben über die App aussuchen. Kann man das ausprobieren? Anpassen? Die sind fest. Okay. Das sind feste Einstellungen und dann gibt es die Default, das ist die werkseitige Einstellung, dann hat man wieder den klassischen Sensor-Look. Aber das ist tatsächlich jetzt im Moment noch in den Anfängen, da wird es auch mehr geben. Also da werden wir noch mehr machen. Dachte ich mir schon. Ja. Dann, was natürlich auch immer ganz spannend ist, jetzt so den Vergleich dann wieder zur alten. Aber was würdest du denn so sagen, was sind denn so die allergrößten Unterschiede Alexa 35 Mini LF? Ja. Und für wen ist welche denn besser geeignet, sage ich jetzt mal? Also wir gehen eigentlich davon aus, und das ist auch so die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, es gibt halt sehr, sehr viele Super 35 mm Objektive auf dem Markt. Also, keine Ahnung, sind zig, Hunderttausende wahrscheinlich weltweit. Und der Super 35 Markt ist nach unserer Empfinden und auch nach dem, was unsere Kunden uns sagen, ein Markt, der nach wie vor absolut existent ist. Wir haben ja die Mini, seit 2015 haben wir die Alexa Mini verkauft. Die ist in keine Ahnung wie vielen Stückzahlen weltweit vorhanden und wird auch täglich eingesetzt. Und auch die Kamera, so wie sie jetzt ist, wird durch die Alexa 35 nicht obsolet. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die plötzlich in den Regalen liegt. Und für die ganzen Vorabendserien beispielsweise oder auch für andere Fernsehproduktionen braucht man kein Large Format. Man kann das machen, muss man aber nicht. Large Format ist mehr was man eben wirklich im Kino dann einsetzt, auf der großen Leinwand. Und für die klassischen Vorabendproduktionen tut es nach wie vor Super 35. Und um den Markt zu bedienen und um die Leute dort abzuholen, war es natürlich dann irgendwann mal auch für Arri erforderlich, dass man eine 4K-Kamera in dem Bereich zur Verfügung stellt. Und das ist die Alexa 35. Ja, das stimmt. Da hast aber schon meine nächste Frage vorgegriffen. Warum jetzt Super 35? Aber auf jeden Fall sehr spannend. Ja, definitiv. Genau, das war es dazu. Ich glaube, das war sogar alles, was ich dich fragen wollte. Ja, sehr gerne. Danke, dass ich dich hier mal fragen konnte zu der Alexa 35. Sehr gerne. Und dann gehen wir jetzt weiter zum nächsten Stand. Ja. So, und dann sind wir jetzt am Stand von Atomos gelandet und neben mir steht der Wolfgang von Rivet. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin der Wolfgang Seidel, Inhaber der Firma Rivet. Wir sind die Atomos-Distribution, haben noch weitere Firmen im Portfolio, Shape, RGB-Link, Clipback und so weiter, aber heute geht es ja um Atomos hier. Genau, und wir haben hier den Atomos Shogun Connect und den Ninja Connect hier und der Wolfgang will mir so ein bisschen mal erzählen, was das so kann. Ja, sehr gerne. Die Connect-Produkte, das Connect-Modul sind eine Erweiterung für den Ninja, Ninja 5 Plus und bringen neue Funktionen. Die Richtung ist Cloud, Cloud Studio. Alles, was ich jetzt beim Ninja Connect erkläre, wird dann auch für den Shogun Connect gelten. Das ist das All-in-One-Gerät, 7 Zoll Rekorder-Funktionalität, aber eben schon alles komplett integriert, die Netzwerkschnittstelle.
HDMI, SDI, die Sync-Funktionalität und eben Wi-Fi 6, die Antennen hier sichtbar. Genau, nur wenn du wie ich zum Beispiel den Ninja 5e hast, dann passt das halt sehr, sehr gut. Genau. Das ist eine gute Erweiterung. Genau, da sind wir dann beim Connect-Modul, wird einfach auf den Ninja 5 hinten aufgesteckt und dann habe ich die komplette Funktionalität, die wir jetzt kurz ein bisschen durchgehen werden, eben sofort für alle Ninjas. Genau, dann zeig mir doch mal, was man so Cooles mit hier Premiere zum Beispiel machen kann. Ich erkläre es immer ein bisschen so und schildere es so, dass die Connect-Module drei Funktionalitäten, drei Säulen den Kunden bieten. Die erste einfache Funktionalität, da beginne ich jetzt mal hinten beim Streaming hier. Ach so, können wir auch gerne machen, ja. Dass man, wenn ein Ninja mit dem Connect-Modul ausgestattet ist, auf die üblichen Plattformen YouTube, Twitch, Facebook, welche auch immer, sofort streamen kann. Ich brauche im Prinzip nur die Verbindung zum Internet, entweder über Kabel oder über Wi-Fi. Und dann kann ich jede Kamera über den Ninja, über das Connect-Modul sofort auf die Plattform streamen. Ja. Bieten jetzt viele unterschiedliche natürlich auch an in anderen Workflows, aber eben hier für alle Ninja-Kunden sofort Streaming ohne PC, ohne irgendwas dazwischen, ohne großartige Konfiguration, sofort streamen. Genau, also hier hattet ihr ja den Stream genau, wir waren auf YouTube, haben wir dort gezeigt. Ja, sehr cool. Das war das erste, die erste Funktionalität, die erste Säule. Die zweite, die du eingangs erwähnt hast, ist ja alles, was man unter Kamera to Cloud verstehen könnte. Man sieht es hier auch am Aufbau. Wir haben eine Kamera, wir haben den Ninja dran, wir haben das Connect-Modul hinten drauf. Und hier wird, wenn ich rekorde, eben sofort in die Cloud gestreamt. Wir rekorden sowohl Proxy als auch das ProRes RAW-File. Ich stoppe jetzt hier einfach mal wieder und man sieht direkt den Upload hier zu IO Frame, ist dann direkt in Premiere sofort weiter bearbeitbar. Jetzt taucht es hier schon auf, jetzt lädt er das Proxy-File hoch und wenn er damit fertig ist, kann man sofort damit arbeiten. Ist wirklich gedacht, irgendjemand ist mit der Kamera unterwegs, filmt, recordet und im Büro, im Office, in der Produktion bekommen die schon die Proxy-Files und können mit denen jetzt arbeiten, ist jetzt da und kann jetzt abgespielt werden. Ja, perfekt. Geht nicht nur bei IO Frame oder Premiere, geht auch für andere Plattformen, Dropbox, Google Drive, alles Mögliche, wo ich in der Cloud einfach speichern kann. Wir laden das Proxy-File hoch, wird davor kurz eingerichtet, wohin, kann auch permanent geändert werden. Proxy-File ist dort, kann genommen werden, kann auch natürlich in anderen Schnittprogrammen bearbeitet werden, muss jetzt eine Premiere sein. Das ist so die zweite Säule von unserem Connect Kamera to Cloud. Man stellt ja, zeig nochmal das Webinterface, wo man einstellt, wohin das Ganze gehen soll. Ja, das ist hier noch ein bisschen ein Preview, aber ich darf es, denke ich, trotzdem zeigen. Das ist die Atomos Cloud. Die habe ich immer automatisch mit dabei. Ich muss jetzt erstmal nichts weiteres bezahlen, sondern ich kaufe mein Connect, kann dann im Internet streamen oder Kamera to Cloud. Habe dann hier so eine Oberfläche, habe mein Device, wir haben jetzt hier schon mehrere Devices. Stell das einmal ein und kann sagen, wohin ich jetzt gerade die Daten laden will. Genau, also hier sieht man ja Frame.io genau, für den Ninja hier. Genau, Proxy-File zu Frame.io oder ich würde sagen, nee, wir streamen jetzt zu YouTube. Dann würde ich es eben kurz anklicken und sagen, nee, jetzt sofort streamen. Ja. Und eine ganz einfache, simple Oberfläche. Ja, wirklich sehr simpel. Also da findet wirklich jeder irgendwie eine Möglichkeit, das easy einzustellen, ohne jetzt da komplett der Geek sein zu müssen, weil der Ninja ist ja dann doch eher so ein bisschen auch an die Hochzeitsfilmer, Anfänger eventuell so ein bisschen gerichtet, also passt dann mit dem Entry-Level. Connect. Ja, genau. Sehr gut. Man muss auch nicht irgendwie also an einem kleinen Bildschirm lange Passwörter, Schlüssel oder sonst irgendwas und Ziele und Stream-Ziele und so weiter eingeben, sondern eigentlich gehe ich hier nur kurz in die Atomos Cloud, klicke mein Gerät an, wenn ich mehrere habe oder halt mein einziges, sag, wohin, gibt es hier praktisch über Tastatur und so weiter ein und kann dann einfach hier sofort loslegen, muss hier nichts mehr konfigurieren großartig, sondern kann sofort loslegen. Gut, dann kommen wir mal zur dritten Säule, die du genannt hast. Die befindet sich hier. Genau, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wie ich den Ninja oder das Connect-Modul einsetzen kann und das geht in Richtung Live-Production. Ich habe die Mavis-App und Mavis-Umgebung. Hier haben wir schon verschiedene Kamerasignale, die hier simuliert werden, wo ich live switchen kann, wo ich ein Live-Event streamen kann. Ich definiere, wohin es gestreamt wird. Die Mavis-App und Mavis-Cloud, die gibt es schon lange. Das ist jetzt nichts Neues von uns. Was wir nur machen, ist, dass wir alle Kameras quasi für diese Live-Production ready to go oder ready machen. To shoot, man,
indem wir auf den Ninja drauf unser Connect-Modul haben, als Ziel eben diesen Bereich angeben. Mhm. Und dann taucht hier genauso unser Kamerasignal auf, wie wir hier eben die anderen Signale haben oder wie man auch ein iPhone hat, das irgendwo sein kann. Ich steuere von hier quasi diese Live-Production, egal wo ich jetzt bin und egal wo der Event ist. Weil die Kameras sind ja auch teilweise sehr weit entfernt. Ja, ich sehe es, ja. Geht alles in die Cloud rein, ist in dieser Mavis Cloud, ist jetzt erstmal nicht unsere. Aber mit unserem Connect komme ich mit jeder Kamera auch hier mit rein in die Live-Production. Ist extrem kostengünstig, weil das hier, das kann ich auch mieten, das muss ich letztlich mieten für den Event, für die Produktion, die da gerade laufen soll, Stunden, tagemäßig. Aber unser Gerät ist quasi immer ready to go, dass ich reinkomme. Ja, stimmt. Ja, sehr cool. Danke, dass du mir so ein bisschen, so ein bisschen was darüber erzählt hast. Und dann gehen wir rüber zum nächsten Stand. So, und dann sind wir auch schon bei einem der letzten spannenden Stände hier. Und zwar bei La Ova. Und neben mir ist der Guido. Magst du dich mal gerade vorstellen? Hallo, ich bin der La Ova Guido. Eigentlich heiße ich Laua Guido. Und wir wollen heute so ein bisschen vor allem über die neue Probe sprechen, die vor Stand jetzt 2 Tagen rauskam. Richtig, ja. Magst du mir mal was ein bisschen darüber erzählen? Also, es ist keine neue Probe, es ist die Periprobe, was eine Weiterbildung ist von der Probe. Probe heißt ja eigentlich, ich kann den 0-Grad-Schuss machen nach vorne. Also sprich von Sensorebene 0 Grad nach vorne. Jetzt hier das neue Modell, die Periprobe, die natürlich wie periskopmäßig 90 Grad von der Sensorebene Fläche wegfilmen kann. Ja, ich habe es eben schon mal ein bisschen getestet. Ist tatsächlich sehr verwirrend fürs Auge. Oder man muss sich erstmal dran gewöhnen, wenn man damit filmt. Aber es ist schon ganz geil. Hier gibt es ein paar Rädchen. Magst du mal ein bisschen was dazu sagen? Also man kennt es ja ganz normal von den Cine-Linsen. Man hat die Zahngrenze im 0,8er Modul. Ja. Ich kann hier dann die Blende steuern. Ja. Wie ganz herkömmlich. Die Schärfe ziehen. Ganz interessant natürlich bei dieser Optik ist natürlich die Zweifachvergrößerung, also 2:1. Also ich kann alles vergrößern und Faktor 2. Aber hier ein dritter Zahnkranz. Warum? Neues, innovatives Ding von Laua oder Laova. Ich kann hier diese Entriegelung nach hinten schieben. Kraft, genau, ja. Und dann kann ich die Optik um 360 Grad auch noch drehen. Ja? Also wir sehen das hier am Licht. Jetzt kommt das Licht wieder genau dahin. Und jetzt wird in die Richtung gefilmt sozusagen. Wird auch dann in der Richtung gefilmt. Ohne dass die Kamera bewegt wird natürlich. Und ich kann es natürlich über einen Schärfezieher ansteuern, ganz klar. Wie die Schärfe gezogen wird oder auch die Blende gezogen wird. Ja, sehr cool. Wir haben die jetzt hier für E-Mount. Was gibt es noch für Mount? Also, es gibt es für RIPL, für Canon EF, Canon F, Canon EF natürlich, Nikon F und Nikon Z. Mhm. Und L-Mount, glaube ich sogar. Ah, auf jeden Fall auch noch, ja. L-Mount auch noch, ja. Okay. Dann hast du mir ja noch was gezeigt für MFT-Kameras mit MFT-Sensor. Und zwar einmal hier diesen Adapter. Was kann der denn so Spezielles? Also, die Probe-Lens war natürlich gedacht für Vollformat, 24 mm Weitwinkel. Und das ist natürlich ein Vorteil, dass ich natürlich Weitwinkel zweifach vergrößern kann. Ja. Jetzt wurde natürlich der Wunsch der MFTler nicht erfüllt, weil MFT hat den Crop-Faktor von 2, also wurde aus dem 24, 48. Ja, wohl oder übel. Und ja. Der Wunsch war natürlich da, baut halt endlich ein Probe für die MFTler. Und ich habe gesagt, nee, wir machen einfach einen Adapter. Und dann kann ich natürlich, durch den Adapter kann ich 0,7 Crop-Faktor nach unten reduzieren. Das heißt, aus einem 48er MFT gekroppt, mache ich ein 33 mm MFT-Objektiv. Was wiederum dann natürlich weitwinklig ist. Ja, ja, man hat halt zwar trotzdem nicht 24, aber es ist halt schon mal besser, als korrekt, wenn man ja so auf MFT geht. Genau. Okay. Und es geht natürlich auch für APS-C und dann hat man einen besseren Effekt noch, dann kommt man runter auf 26 mm. Weil es geht nicht nur für MFT, sondern auch für APS-C. Ah, okay, gut zu wissen. Ja. Also danke auf jeden Fall, dass du mir ein bisschen was gezeigt hast. Also ich meine, ihr habt auch noch ein paar andere Sachen, wie man hier sieht. Aber das war so mal auf jeden Fall das Spannendste, mal zu sehen, so jetzt, wo sie gerade released wurde. Also danke, dass ich dich ein bisschen interviewen durfte. Danke auch. Ciao.
warst du vielleicht auch bei der Messe, dann schreib mir doch gerne mal unten in die Kommentare, wie du es fandest und welche von den Herstellern du so interessant fandest. Ansonsten war es das jetzt mit den Interviews zu so ein paar Produkten. Und wenn du jetzt noch Fragen dazu hast, dann kannst du immer sehr, sehr gerne meine Kollegen aus dem Sales-Team anrufen.